Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, hier zum Insta-Live heute Abend mit Denise Piecher von Winzig Groß begleitet. Ich schreibe euch einmal fix das Thema in die Kommentare und dann geht's auch schon los. Bindungsorientiert, wartet, ich hab's gleich, ist kein Patentrezept. Genau, für alle, die noch zuschalten. Und dann fixieren wir das Ganze noch. Super cool. Genau, bevor ich Denise gleich dazu hole, ich sehe schon, du bist auch schon da, Denise, hi. Wollte ich einmal ganz kurz sagen, worum es geht. Und zwar soll es heute in unserem Live darum gehen, ja, dass wir so ein bisschen über das, über bindungsorientierte Erziehung bzw. Beziehung sprechen. Und darüber, wie uns das als Mütter vor allem, Väter sicher auch, aber bei uns geht es ja nun mal eher um die Mütter oder bei mir auf dem Kanal, wie uns das so im Alltag unter Druck setzt und auch verwirrt und auch, wie uns das dann im Umkehrschluss letztendlich auch Energie raubt. Und genau darüber möchte ich mit Denise sprechen. Wir klären einmal so die Begrifflichkeiten und sie erzählt dann auch nochmal aus ihrer Sicht, was sie da von Eltern bzw. Müttern so mit in ihrer Arbeit erlebt und was wir vielleicht auch machen können, um diesen Stress letztendlich, den Druck loszuwerden. Genau, Denise, schön, dass du da bist. Schönen Dank fürs Herz. So, jetzt hole ich dich mal dazu. Genau, wenn ihr Fragen habt, stellt die auf jeden Fall zwischendurch einfach rein. Ich versuche dann... Denise zu unterbrechen und die Fragen zu stellen. Bitte? Können wir uns auch so ein Schweigefuchszeichen ausdenken oder so, dass du dann kurz deinen Gedanken unterbrichst. Nein, ich habe nur gerade gesagt, stellt auf jeden Fall eure Fragen und lasst uns da so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen. Es ist auch für uns natürlich immer spannend, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, also auch in welchen Situationen vielleicht, was das Thema Stillen angeht oder wie auch immer, habt ihr eure Erfahrungen gemacht und habt ihr euch vielleicht von anderen unter Druck gesetzt gefühlt? Weil uns ist nicht, oder mir persönlich, aber ich weiß, dir auch, Denise, es ist halt auch wichtig zu merken, also dass wir uns ja ehrlich begegnen und so merken wir einfach auch nur, sobald es irgendjemand ausspricht, was eben auch belastend ist oder so, dass ihr nicht alleine seid oder dass wir nicht alleine sind und dass es da so viele Themen gibt, mit denen wir uns gegenseitig eben auch weiterhelfen können oder uns auch Kraft geben können. Genau. Schön, genau, dass du da bist. Jetzt höre ich erstmal auf zu labern, Denise. Eigentlich fange ich gerade erst an. Schön. Ich sage, ich hätte heute Morgen schon irgendwie starten können, als ich so meine Story gequatscht habe und gedacht habe, ui, steile These, bindungsorientiert ist kein Patentrezept. Dann habe ich gedacht, oh scheiße, habe ich mich damit in den Nesseln gesetzt? Und dann habe ich gedacht, nein, habe ich nicht. Dann musste ich erst mal in meinem Kopf wieder die Kurve kriegen. Ja, ich finde es mega spannend tatsächlich, dieses Thema nochmal anzugucken. Weil eben auch, also ich merke das halt aus meinem Bereich und du scheinbar ja auch in den Themen, die du mit rund um Erschöpfung, Ermüdung und so nutzt. Also ich merke halt in meinem Bereich gerade die Familie mit sensiblen Kindern, die merken so, ach Mann, da ist irgendwie viel mehr Gefühl da, als das, was ich halt irgendwie eigentlich gedacht hätte. Ich habe viel mehr Gefühl und Mitgefühl. Die landen ja ganz schnell in bindungsorientiert und ich habe es halt ja schon kurz in der Story gesagt, die Familie, mit denen ich arbeite, die sensible Mütter oft, sind auch gerne so, dass sie halt dann ganz viel konsumieren, um möglichst perfekt vorbereitet zu sein. Und ich meine, Buch ist ein Buch, ne? Also das ist halt kommerziell geschrieben und das ist halt, sag ich mal, für jedermann geschrieben und manchmal eben nicht genau für dich oder für dich, Claudi, oder für mich halt, ne? So, ja, genau. Und das ist ganz spannend, was... Ja. Genau, das ist ganz spannend, was du sagst, weil es eben nicht individuell, sondern relativ kommerziell geschrieben ist. Ich würde gerne, bevor wir darauf eingehen, weil ich das super spannend finde eben, und darum geht es ja im Grunde genommen auch um die individuellen Wege, einmal auf das Thema kommen, was ist denn überhaupt bindungsorientierte Erziehung? Mhm. Was bedeutet das überhaupt, der Begriff? Also, dass wir das so ein bisschen grob für uns einordnen können. Genau. Mhm. Genau, bindungsorientiert wird ja auch oft mit bedürfnisorientiert zusammengebracht. Für mich ist das doch eigentlich eins, beziehungsweise ich überschreibe dem irgendwie bindungsorientiert, weil das für mich auch das Bedürfnisorientierte inkludiert. Also das heißt für mich, dass in der Begleitung meines Kindes immer die Bindung und die Verbindung im Vordergrund steht.
Nicht nur zu meinem Kind, sondern auch zu mir selber, zu den anderen Familienmitgliedern, zu den anderen Menschen. Es ist für mich eine Haltung, die ich in mein Familienleben bringe. Und wenn ich eben auf Verbindung achte, dann achte ich eben auch auf die Bedürfnisse, auf meine, auf die meines Kindes, die meines Partners, die meiner Kinder, die meiner Mitmenschen. Also von da inkludiert sich das für mich irgendwie, ne? Weil eben, wenn ich verbunden bin, dann spüre ich, was beim anderen los ist, oder möchte ich das gerne ja spüren und möchte da halt eben in Verbindung und in Bindung bleiben. Und das ist eben das, was für mich Bindungsorientierung im Prinzip ausmacht, ne? Dass wir im Prinzip immer die Bindung stellen vor, was auch immer sonst so kommt. Strafen, Regeln, ne? Aber eben, was mir da eben wichtig ist und wo wir bestimmt sonst vielleicht auch nochmal drauf kommen, ist, dass es nicht nur um die Bindung zum Kind geht. Natürlich ist es da besonders wichtig, weil dieser kleine Mensch halt gerade groß wird und natürlich eine geile Basis gelegt kriegt mit diesem Bindungsding, sag ich mal. Aber es ist ja auch, und da passiert oft halt eben nochmal so ein Trugschluss, auch uns gegenüber, auch unserem Partner gegenüber, auch anderen Mitmenschen gegenüber. Es ist halt eben eine Haltung, die ich versuche mir nach und nach zu erschließen. Das muss auch nicht von Anfang an perfekt sein, ne? Man startet in seine Mutterschaft und ist eh völlig, also ich war damals völlig überfordert mit diesen ganzen Themen, die da auf mich zukamen, diesen Bye. ganzen Gefühl. Zwei schon. Ich weiß nicht, wer von euch noch. Es gibt bestimmt noch mehr, die zugucken. Also diese ganzen Themen, die da plötzlich kommen, diese ganzen Gefühle, dieses Gefühl, was man für sein Kind empfindet. Und dann soll man perfekt bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, whatever, sein. Das war halt schon echt ganz schön viel, ne? Also das mich doch glorreich überfordert am Anfang tatsächlich. Ja, ne, Bevor vor ich allem meine nicht. Frage stelle, ich lese einmal, Sina hat gerade geschrieben, vor allem nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes, da empfinde ich oft ein Vorurteil von einigen Menschen. Genau, das ist das, also wenn ich das richtig verstehe, ist es das, was Denise eben auch gesagt hat, dass es eben auch um uns geht. Genau, da auf dieses Mama-Sein in dem Zusammenhang und so auch Self-Care letztendlich würde ich gleich gerne noch darauf zukommen. Aber ich würde gerne einmal um diesen Druck, der da entsteht, sprechen. Also, du hattest das eben schon gesagt, du hast gesagt, wir werden dann Eltern, wir haben uns vielleicht vorher belesen, haben auch eine klare Haltung eingenommen, wissen, alles klar, das fühlt sich für mich gut an, wir lassen unser Kind nicht schreien, wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kinder, so ist es der Plan auf jeden Fall, so schnell wie wir können, wie es für uns möglich ist. Und dann ist da diese Angst, also so war es zumindest bei mir. Gutes Beispiel von meiner Seite aus, dann gehe ich duschen, weil ich, keine Ahnung, dann da irgendwie 3 Tage lang völlig fertig im Bett lag und wirklich die ganze Zeit eben auf die Bedürfnisse unseres Sohnes geachtet habe, die eben, wo wir uns entschieden haben, das war eben als ich am Anfang, das war eben durch Stillen und so weiter und so fort, war das eben ich überwiegend. Und dann gab es eben auch Momente, wo ich eben alleine mit unserem Sohn war und einfach auch mal duschen wollte, weil ich dachte, das könnte ich jetzt gerade tun, weil er kurz schläft. Und dann ja, gab es halt Momente, wo das eben nur als Beispiel nicht so schnell geklappt hat, wo ich eben nicht zack da war. Und so viele Momente gab es eben einfach. Trotzdem war ich immer stets bemüht und habe mich oft auch zurückgenommen. Das tue ich auch heute noch, aber heute ist es schon wieder eine andere Nummer. Aber hatte halt immer Angst, also meine Reaktion war oftmals auch so voller Angst. Also das war so ein Druck, die Angst, oh Gott, jetzt war ich nicht schnell genug aus der Dusche da, jetzt ist unsere Verbindung irgendwie schon das erste Mal gestört und genau, und ja, das ist so das, was mir persönlich sehr, sehr viel Energie geraubt hat, ja. Es wird ja auch überall immer gesagt, reagiere prompt und zuverlässig auf die Bedürfnisse deines Kindes, wenn es noch klein ist. Ja, tatsächlich ist das so. Und das sollte man wahrscheinlich auch in den meisten Fällen tun. Aber es gibt eben auch Situationen, da geht es eben nicht. So wie du jetzt gerade sagst, wenn ich gerade unter der Dusche stehe, pitschnass, und mein Kind fängt genau dann oder wird wach und fängt an zu weinen. Natürlich. Natürlich dann, würde ich jetzt behaupten, ist es halt auch kein, also du lässt ja dein Kind nicht bewusst schreien, du unterbrichst ja nicht eine Verbindung ganz abrupt, du stehst am besten noch daneben und guckst von oben drauf und dein Kind weiß, dass du quasi da bist oder riecht dich oder wie auch immer und du reagierst nicht. Das ist halt so nochmal ein Unterschied. Und ich denke halt auch, und das ist eben das, wo ich halt sage, wo es dann halt eben schwierig wird, was halt Druck macht, ne?
oder alleine als Zwillingsmama, ja, genau richtig. Was halt den Druck macht, ist dieses, du musst prompt und stetig und irgendwie sofort auf die Bedürfnisse deines Kindes reagieren. Ja, das sehe ich auch beim Schlaf so zum Beispiel. Also ich mache ja auch viel rund um Thema Schlaf. Aber es gibt auch Situationen, da kann ich einfach nicht mehr. Da ist es wichtiger, dass ich jetzt gerade einen Moment vielleicht für mich habe oder ich kurz vorm Ausflippen stehe und ich einfach jetzt nicht mehr singen kann und nicht mehr irgendwas machen kann, todmüde bin, mich eigentlich auch nicht mehr bewegen kann, weil mir alles wehtut und mich dann einfach mit meinem schreienden Kind ins Bett lege. Dann schreit es da. Ich kann liegen, aber ich bin erstmal noch irgendwie verfügbar. Und ähnlich ist es beim Duschen ja auch. Du würdest ja jetzt auch nicht unter der Dusche stehen und die 15 Stunden noch die Haare machen, sondern du würdest zu Ende duschen und dann hingehen. Heute würdest du es vielleicht auch anders machen als damals, ne? Aber es ist halt, wir haben immer diese Angst, wir sind zu. Ist bei Kita-Eingewöhnung kommt es auch ganz groß, das Thema noch, ne? Ob wir gut genug sind und so Geschichten alles, ne? Als Mutter, ob wir das alles richtig erkannt haben, erschlossen haben für uns und bla bla bla. Und das ist nicht leicht, da den richtigen Weg zu finden, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, alles, was ich so lese, ist halt so einheitsbrei, ne? Das ist halt, geht halt irgendwie auf alle bindungsorientierten Mütter oder die dies werden wollen und eben nicht auf dich oder auf mich. Auf dein Familienleben, auf mein Familienleben und auf euer Familienleben. Zwillingsmama, sagt da die Birte gerade schon. Ne? Also das ist wieder noch was ganz anderes. Und da denke ich, ist es halt so, dass eben da zu schauen, eben, was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen? Was macht Bindung aus? Wie entsteht Bindung? Was muss passieren, damit Bindung überhaupt schlecht läuft? Und ich kann euch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Zeit, wo ich noch im Kinderheim gearbeitet habe, Bindung geht erstens nicht so schnell kaputt und zweitens, es kostet ein bisschen Arbeit, aber man kann auch zu wild fremden Menschen eine Bindung aufbauen. Ja? Und das, wir machen uns da immer so einen riesen Kopf drum und ich möchte da eigentlich irgendwie immer gerne so sagen, Mensch, Leute, es ist, ja, mir ging es genauso, mir ging es ganz genauso wie dir und ich bin auch aus der Dusche pitschnass rausgehüpft und habe nach meinem Kind geguckt, ja. Aber, heute würde ich das nicht mehr so machen. Heute würde ich zu Ende duschen, vielleicht nicht in Ruhe, aber zu Ende duschen und würde dann gucken gehen tatsächlich, weil so schnell passiert da nichts. Und genau, und das finde ich ist halt nochmal so, wo ich so denke, ja, da haben wir halt oft große Angst oder haben Eltern oft große Angst, dass sie da was falsch machen auch, ne? Und aber glaube ich eben gepaart auch mit dem, dass es nicht für sie so das genau das Richtige vielleicht auch ist. Ne? Es ist ja auch dieses Thema mit dem Stillen, mit dem Familienbett, mit dem was auch immer das da alle tragen, ja, die es dann machen, weil es gehört ja dazu. Es gehört ja zu den drei großen W irgendwie der Bindungsorientierung aus dem Ursprung irgendwie gehört das Bonding, glaube ich, dazu. Also das Tragen oder nah am Kind sein. Ich weiß die drei Dinge jetzt nicht, aber es sind so diese Breastfeeding großen und irgendwas noch. Breastfeeding, genau richtig, und noch eins. Aber es geht auch ohne. Du kannst auch Bindung aufbauen, wenn du Flaschenmama bist oder ein Flaschenkind hast, wenn du nicht trägst und dein Kind im Kinderwagen schläft, wenn deine Kinder nicht bei dir schlafen oder zusammen oder nur zeitweise oder was auch immer. Es ist ja so, so unfassbar individuell, was die Menschen brauchen und nicht brauchen. Und ja, das ist halt gerade, erlebe ich halt eben auch nochmal so rund. Und dieses Thema sensible Familien ganz oft, da sind ja noch mehr Themen da und da muss man jetzt nochmal viel genauer auch auf sich selber als Mama und als Papa, wie auch immer, achten. Ne? Und ja, jetzt habe ich schon so viel gelabert irgendwie und ich weiß gar nicht, wie ich richtig zum Punkt gekommen bin. Aber ja, ihr wisst. Also ich finde schon, ich würde allerdings gerne nochmal darauf, also ich finde dieses Zuhause sein und dieses Gefühl von, okay, irgendwie verbindungsmäßig habe ich Angst, was kaputt zu machen, das ist, glaube ich, klar geworden eben. Ich würde aber gerne, was das Stillen angeht und auch so in Anführungsstrichen Öffentlichkeitsarbeit, so, also alles, was wir so draußen machen, auch was das Thema Erwartung von anderen angeht und dieses Thema, und das ist mir auch ehrlich gesagt ein Herzensanliegen, dass das irgendwie ins Bewusstsein kommt, dass diese Individualität so wichtig auch für uns Familien ist. Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Prägungen. Wir sind, keine Ahnung, ja, wir sind arbeiten oder nicht arbeiten und so weiter und so fort. Und ja, zum Beispiel das Thema Stillen oder so, wenn auch in der Öffentlichkeit. Ich kann mich erinnern, als ich damals nicht mehr oder nicht mehr gestillt habe, sondern in irgendwelche Babykurse gegangen bin, wo irgendwie 90% der Mütter gestillt haben. Und ich dann meine Flaschennahrung da ausgepackt habe, was das für ein Gefühl war. Also zum einen war ich ja eh schon, haben wir ja gerade gesagt, dieser Druck und diese tatsächlich Erschöpfung von meinem ganzen Scheiß-Kopfkino.
was ich hatte, weil ich ja eh schon nicht stillen kann. Das eine B fällt schon weg, sozusagen. Und dann gehe ich also auch noch in die Öffentlichkeit. Also ich hatte mir sowieso schon Selbstvorwürfe, Zweifel, dass, ob das jemals alles gut werden kann. Dieses ganze ja, Hirnfuck-Zeug, würde ich mal sagen. Und dann eben auf der anderen Seite dieses alles, was von außen kommt. Also was eben auch, wie andere Menschen bindungsorientiert für sich selbst verstehen. Und eben auch, was ich dann darauf projiziere, wie ich bin. Also dieses ganze, was von außen auf mich einprasselt. Und da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das sind auch alles Dinge, die, ja, das ist eben dieses Individuelle, worauf wir eigentlich, ja, worauf wir kommen wollen, sozusagen. Ja, ja. Also ich glaube, dass man am ehesten damit umgehen kann und für sich ein Standing irgendwie entwickeln kann, ist, wenn man halt eben was weiß zu dem Thema, ne? Also es ist zumindest mein Eindruck dazu. Ich weiß nicht, wie deiner dazu ist. Also wenn ich weiß, dass Dinge gut so sind, wie sie sind, und wenn ich weiß, dass ich mit meinem Thema gut so bin, wie ich bin, und da, wenn ich weiß, dass mein Kind so gut so ist, wie es ist, egal wie es ist, und wenn ich weiß, dass ich nicht stillend gut so bin, wie ich bin, weil ich auch gut bin, wenn ich eine Flaschenmama bin oder wie auch immer ein Flaschenkind habe, oder eben nicht trage, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das auch mal anders gesehen tatsächlich. Ich habe gedacht, wie kann man sein Kind nicht tragen? Ich habe das total gerne früher gemacht. Ja, aber es gibt halt Menschen, die es nicht wollen, die es nicht können, die es einfach nicht möchten, die den Körperkontakt vielleicht auch nicht wollen. Und ich glaube halt, man entwickelt eben mit der Zeit, mit dem, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, für sich so ein Standpunkt. Ich dachte, man hat dann so ein Standing irgendwie. Und dann kann einem gar nicht mehr so viel erschüttern. Du siehst ja auch im Prinzip, nur wenn du verunsichert bist, die Situationen, die dich verunsichern. Und wenn du nicht verunsichert bist, dann siehst du die Situation ja gar, also dann nimmst du die ja gar nicht so wahr, weil dann ist es ja gar nicht so ein Thema für dich einfach, ne? Und das ist das, ja, was ich immer wichtig finde, dass man sich halt irgendwie informiert, dass man irgendwie sich trotzdem seinen eigenen Weg natürlich findet, je nachdem, wie man das machen möchte, ob man Bücher lesen möchte, ob man Online-Kurse buchen möchte, ob man sich individuell beraten lässt, ob man das vielleicht auch schon intuitiv alles irgendwie in sich drin hat und einfach sowieso so eine Löwenmama ist. Aber das ist was mir immer sehr, sehr geholfen hat. Also ich kriege zum Beispiel relativ wenig Kritik an meinem Erziehungsstil gegenübergebracht. Wahrscheinlich, weil es für mich so klar ist. Weil es klar wäre, dem anderen, also der andere weiß wahrscheinlich ganz genau, die hat es halt irgendwie, also da brauche ich gar nicht diskutieren. Oder ich nehme es halt schon gar nicht so wahr. Weißt du, also das ist halt, glaube ich, das ist halt echt wichtig für. Aber es ist natürlich, es ist halt alles ein Prozess, ne? Es ist halt ein Kennenlernen auch des eigenen Kindes. Es ist ein Kennenlernen Neues von sich selber als Mutter. Das war man vorher noch nie. Man war nicht vorher Mutter. Man war einfach man selber, vielleicht noch ein Partner, Freundin, Tochter, Schwester, keine Ahnung, aber nicht Mutter. Und ich denke, das ist halt alles so ein Prozess. Und vielleicht gehört da die Verunsicherung auch dazu, damit man seinen Weg finden kann, um da halt eben ja für sich Lösungen zu finden im Prinzip. Ne? Also vielleicht muss das auch sein, dass man verunsichert ist. Ich glaube, keine, also oder ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es irgendwelche Mamas gibt, die komplett ohne Verunsicherung auskommen. Ja, genau. Und dann muss man sein Kind kennenlernen. Was habe ich da überhaupt für ein Kind? Ne? Was ist das für ein Mensch, der da, weiß ich nicht, trägt der es mir nach, wenn ich 2 Minuten zu lange geduscht habe? Also ist jetzt übertrieben, aber, ne, oder ist es halt irgendwie, ja, was habe ich da für einen Menschen und welcher Mensch bin ich jetzt dann dem entgegengesetzt? So, ne? Und ja, ich glaube, das ist ein Prozess und dann entwickelt man so sein Standing und du hast es jetzt mittlerweile, ich habe es mittlerweile, vielleicht auch der ein oder andere schon, der hier zuguckt, dass man einfach so jetzt mittlerweile schon mal zumindest bei ein oder anderen Themen für sich immer so einen klaren Standpunkt hat. Ist auch spannend, also hier Nanny aus Leidenschaft schreibt nochmal, konnte auch nicht stillen, aber am schlimmsten war für mich die Trennung nach der Kaiserschnittgeburt und dass ich nicht die erste war, die ihn halten durfte. Genau, das fällt auch so unter die Kategorie dieses, ich habe vielleicht vorher, habe ich eine bestimmte Erwartung auch an mich selbst und an mich als Mutter gehabt. Für mich persönlich war das auch so, also ich hatte eine Erwartung, wie ich eben als Mama, als Erstmama sozusagen, als ich das erste Mal empfunden hatte. Und dann hatte ich aber beim zweiten Kind auch die Erwartung, wie ich als
Geschwistermama sozusagen sein wollte. Also das ist irgendwie, wie du sagst, vielleicht muss das auch so sein, aber trotzdem kommt ja auch so super viel von außen. Also klar, wir haben eine Vorstellung und das wäre, aber vielleicht ist es auch dieses Loslassen, was wir irgendwie dieses, okay, es wäre schön, wenn, aber was ist denn wirklich wichtig? Wirklich wichtig ist, dass das Kind gesund ist und dass ich gesund bin und dass wir jetzt also gemeinsam nach Hause fahren können. Und trotzdem, da will ich auch nochmal drauf eingehen, ist es eben auch das, was ich mache als Mutter anderen Müttern zum Beispiel gegenüber. Also wie verhalte ich mich auch anderen gegenüber? Und gebe ich gefragt oder teile ich anderen ungefragt meine Meinung mit überhaupt? Oder kommentiere oder werte ich was? Hat ja auch was mit zum Beispiel Körper. Oh, du bist aber so und so dick, dünn, groß, klein, wie auch immer geworden. Und all diese Kommentare oder oh, du stillst nicht mehr oder oh, war dein Kind geplant oder was? Nee, oder schon das zweite und oh, so kurz hintereinander. Es gibt tausend Dinge, die wir jetzt so weiterführen könnten. Aber auch dieses würde in meinen Augen was in der Gesellschaft auch tatsächlich verändern, unter uns Müttern. Und das ist mir auch ganz wichtig, eben überhaupt da nochmal sich klar zu machen, um auch Energie zu, also auch anderen gegenüber empathisch zu sein vielleicht auch. Da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, aber eben das ist ganz schön anmaßend, eben da einfach überall seinen Senf zuzugeben sozusagen. Und das machen wir alle wahrscheinlich. Und das ist auch unterschiedlich von den Menschen, mit denen wir umgeben sind, aber ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, worüber man nachdenken könnte. Oder wie. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist halt eine Haltung auch anderen Menschen gegenüber. Also es ist natürlich nicht immer leicht, jedem gegenüber. Also ich habe die Tage im Post dazu rausgeschrieben, da ging es aber um Kinder, dass jedes Kind irgendwie einen guten Grund hat für sein Verhalten. Und also es glaube ich halt tatsächlich auch bei den Erwachsenen, wobei da halt das ganze Thema ja schon ein bisschen fortgeschrittener ist, ne? Da sehr viel mehr Erlebnisse, Traumata, keine Ahnung, was auch immer, kann da ja noch dahinter stecken. Ja. Aber eigentlich hat jeder erstmal einen guten Grund für das, was er macht. Und wenn ich diese bindungsorientierte, bedürfnisorientierte Haltung halt habe oder für mich einnehmen möchte, dann sehe ich das halt eben auch auf andere Menschen bezogen als nur auf meinen Familienkreis. Und dann gehört es dazu, dass ich wertschätzend und meines Erachtens wertfrei mit anderen Menschen umgehe. Der wird schon einen guten Grund oder du wirst schon einen guten Grund dafür gehabt haben, dass du nicht mehr gestillt hast, ja? Mhm. Es wird einen guten Grund dafür gegeben haben, dass sich jemand vielleicht bewusst für eine Kaiserschnittgeburt, jetzt vielleicht in dem Fall nicht, aber für eine Kaiserschnittgeburt entschieden hast. Es wird einen guten Grund geben, dass derjenige sein Kind im Kinderwagen fährt. Ja, so. Mhm. Und ich muss erstmal nicht davon ausgehen, dass es sein Kind da reingezwängt hat und es hat schreien lassen im Kinderwagen. Es gibt auch einen guten Grund dafür, dass der ein oder andere vielleicht nicht mit seinen Kindern schläft oder was auch immer, ja. Auch wenn das das Wichtigste, also wenn das wirklich wichtige Punkte sind, aber es wird dafür irgendwie einen guten Grund geben. Und das finde ich ist halt eben so eine Haltung, ne? Das ist halt eine Haltung mir gegenüber. Also ne, es fängt ja meistens mit der Haltung meinem Kind gegenüber an. Dann komme ich irgendwann zu mir und dann komme ich zur Außenwelt. Das ist ein Riesenbatzen Arbeit, ja. Das ist gar keine Frage. Aber das geht eben d'accord mit dem, was du gerade gesagt hast. Es ist nicht ungefragt, irgendwelche Tipps und Ratschläge und irgendwelchen Bullshit von mir gebe, sondern halt eben da mir meine Gedanken vielleicht auch zu mache. Ja? Ich meine, mit dem Kopf kann ja alles abgehen. Aber dass ich das eben nicht dem anderen dann so von Lapp knalle halt. Ne? Würde ich bei meinem Kind ja vielleicht auch nicht machen. Das ist immer so, finde ich nochmal so, würde ich so mit meinem Kind reden? Nein, okay, dann versuche ich das jetzt bei dem Erwachsenen vielleicht auch nicht. Und frag vielleicht nach oder hör genau hin oder keine Ahnung was, ne? Ich kann ja andere Wege finden, mich mit den Menschen auszutauschen, als dem halt irgendwie ungefragt meine Meinung vor den Latz zu ballern halt, ne? So. Mach deinen Gedanken zu Ende ruhig. Und das ist für mich eben das, was ich meinte am Anfang mit einer Haltung. Ne? Und dann ist es aber ganz egal, ob ich trage oder stille, im Familienbett schlafe, Co-Sleeping betreibe, ein Partner, zwei Partner, Partnerin, was auch immer habe. Es ist total Latte, weil es geht halt darum, wie man halt miteinander zusammen ist. Und Punkt. Was ich nochmal zu diesen Gedanken und zu dem auch zu dem, was wir eben anderen so oder auch über andere denken oder auch beurteilen oder bewerten oder abwerten tatsächlich auch, ob das jetzt im Kopf passiert oder eben nicht. Oh, hier ein Kompliment für dich. So gut, was du sagst.
Auch für uns sogar. Ja, für dich auch. Genau, was ich sagen wollte, ist einfach dieses, auch in dem Moment, wo wir eben und wo auch unser Kopfkino anderen gegenüber anfängt, das ist ja nicht nur bei uns so, also wir können ja auch dieses Kopfkino für uns beobachten, wenn wir mit uns sind. Und in diesem Moment, wo das eben losgeht, auch das auch erstmal anzuerkennen. Und wenn das aber bei anderen oder in Gegenwart anderer auch passiert, dann ist es ja eben genau das Gleiche. Was passiert also ist einfach, dass es uns absolut, wo wir wieder beim Thema Energieraub auch sind, das lenkt so von uns selber ab und das zieht uns so viel Energie, die wir einfach an anderen Stellen im Alltag brauchen. Und zwar bei unseren Kindern oder wir nutzen die Zeit einfach, um wirklich mal abzuschalten. Und auch dieses ganze Thema Loyalität anderen gegenüber, das nicht loyal zu sein, sich selbst oder eben anderen gegenüber, raubt so viel Energie. Und in der Zeit können wir wirklich, ob das jetzt sichtbar eben passiert und ob wir uns mit anderen Menschen drüber unterhalten und wirklich lästern tatsächlich. Es ist dann einfach lästern, wenn es ausgesprochen ist, brauchen wir uns nichts vormachen, wenn wir über andere reden und die abwerten. Oder eben auch, wenn es in unserem Kopf passiert. Es ist das Gleiche. Es ist Zeitverschwendung und es ist wirklich reinste Energieverschwendung. Mhm. Und das ist, finde ich, auch was wirklich häufig passiert auch. Es gibt so viel für uns selbst zu tun oder bei uns selbst, dass es einfach, theoretisch dürfte da gar kein Platz für sein. Mhm. Ja. Ja, genau. Absolut, absolut. Ja. Ja, jetzt habe ich einen Gedanken vergessen, was ich sagen wollte, aber können wir uns irgendwie darauf vorbereiten? Also was denkst du, worauf können wir uns wirklich vorbereiten? Also wenn es jetzt auch um das Thema, also wir haben uns jetzt vielleicht 3, 4 tolle Bücher vorgelesen in unserer Schwangerschaft und so weiter und so fort. Und was denkst du, was sind Sachen, die wir uns wirklich, also wo wir wirklich ja, sagen können, okay, das nehme ich jetzt mit. Also irgendwas, was wir so, was uns vielleicht aber auch so Freiheit lässt zu dem, was wir eben werden wollen oder die Mutter, die wir sein wollen, dann am Ende. Ja. Ja. Also was ganz persönlich, jetzt aus meinem ganz persönlichen Alltag, würde ich sagen, zu fühlen, also sich selbst zu spüren, seine eigenen Bedürfnisse zu spüren, um dahin zu kommen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass man gut so ist, wie man ist und dass dann man selbstbewusster seinen eigenen Weg gehen kann tatsächlich. Also natürlich ist Wissen drumherum, ich meine, ich arbeite damit, ne? Das Wissen drumherum ist super wichtig, gar keine Frage. Das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Aber was, glaube ich, mir ganz persönlich am Anfang echt geholfen hätte, nochmal so einen Tacken Persönlichkeitsentwicklung Richtung ich bin gut, so wie ich bin. Meine Entscheidungen sind gut, meine Intuition ist gut, mein Gefühl ist gut. Ich komme jetzt gerade, und meine Kinder sind jetzt 6 und 4, schon ein bisschen länger jetzt, wieder zu diesem Spüren überhaupt hin. Ich war lange Zeit so erschöpft und mich hat all dieses ganze Thema und diese ganzen Gedankenkarusselle haben mir sehr viel Energie lange Zeit geraubt. Und einfach zu spüren, dass man eigentlich eine gute Intuition hat, vielleicht auch. Also das Bauchgefühl ist nochmal so ein bisschen was anderes, ne? Es ist manchmal auch getrübt von Erlebnissen und Kindheitserfahrungen und eigener Erziehung. Aber so eine Intuition, so ein Gefühl aus sich selber raus für seine eigenen Bedürfnisse, für seine eigenen Wünsche, für sein Kind, für seinen Partner, was auch immer, dass man einfach so da schon alleine so eine Basis hat, um zu stehen und zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Ich mache das schon richtig hier und wenn nicht, ist auch egal, dann mache ich es halt anders nochmal neu, ist gar kein Thema. Wir kriegen das schon hier geschaukelt, irgendwie das Ding. Das wäre sowas, wo ich gesagt hätte, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, mach sowas in die Richtung, dann wäre das auf jeden Fall was gewesen, wo ich gesagt hätte, das würde auf jeden Fall meines Erachtens was bringen. Was meinst du denn? Hätte dir geholfen vorher? Nanny aus Leidenschaft schreibt nochmal, das ganze Wissen bringt nichts, wenn die Hormone zuschlagen nach der Geburt. Da fällt mir jetzt auf Anhieb ein, dass, oder was ich halt ergänzend aus meiner persönlichen Erfahrung sagen würde, aber was auch so ein bisschen mit dir übereinstimmt, ist so zu merken, wann sind meine eigenen Grenzen erreicht. Das habe ich vorher nicht gelernt, also auch so jobtechnisch habe ich das nie, also Grenzen setzen vielleicht schon, auch in bestimmten Situationen anderen Menschen gegenüber, aber so, dass ich meine eigenen Grenzen erkannt habe und so wusste, boah, bis hier und jetzt geht es nicht weiter so, das geht auch mit dem Fühlen überein, aber die auch äußern zu können, also zu wissen, hier ist meine Grenze und das eben auch mich zu trauen, zu sagen,
sorry, das geht mir jetzt hier zu weit. Und das ist zum Beispiel, eigentlich ein gutes Beispiel, auch in der Schwangerschaft, haben wir vielleicht alle erlebt, dass Menschen einfach auf meinen Bauch zukommen und den streicheln. Das ist auch eine Grenze bei Fremden, die überschritten wird. Und klar, vielleicht jetzt würde das alles anders sein und das ist wahrscheinlich wieder dieser Prozess, von dem wir schon gesprochen haben. Nichtsdestotrotz passiert das und ich bin sicher, es gibt eben Mütter, die sind einfach auch stumm, wie ich damals, die einfach im Nachhinein erst merken, das war zu viel und ich konnte nichts sagen und ich möchte das nicht mehr für mich. Ich möchte das nicht. Und das hätte ich gerne früher gewusst. Also auch mich getraut dann und das ist aber auch wieder so ein Standpunktding. Also zu wissen, was geht für mich nicht, was fühlt sich für mich gut an, was eben nicht. Und das dann aber auch zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, du, das ist nicht mein Ding hier. Genau, das ist was, was ich gerne vorher gewusst hätte. Ja, genau. Also ich meine, rund um Geburt natürlich und die Hormone und jetzt war das ja scheinbar auch irgendwie nicht so, nicht oder zumindest nicht die schönste Zeit erstmal, ist natürlich nochmal so eine Sache, gar keine Frage. Und auch die drumherum, die Familienverhältnisse, die ist man allein begleitend oder hat man einen Partner oder wie sieht da noch das System aus oder was auch immer da noch? Ist man vielleicht hochsensibel, sensibel? Hat man vielleicht auch da noch irgendwie psychische Traumata, Erkrankungen? Also ich meine, das kommt natürlich alles noch oben drauf. Deswegen sage ich halt immer, das ist so wahnsinnig individuell. Eigentlich kannst du da halt kein Patentrezept rausgeben, weil ich kann dir jetzt sagen, Claudi, mach so und so und du sagst ja, Denise, haha, wie lustig, wie soll ich das denn machen? Ja, weil es halt zu euch nicht passt und das ist das halt eben. Und ich glaube aber so mit der Zeit, und das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, lernt man sich halt eben kennen als Familie und als Mutter-Kind-Gespann, als Partner, ich meine, der Mann macht ja auch eine Transformation durch, der wird Vater, na, es ist halt, darf man auch alles nicht vergessen und ja, ich glaube, das ist halt einfach ein Kennen, das ist halt einfach ein Prozess tatsächlich. Ich glaube da, die wenigsten gehen da so rein und wissen sofort, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ne? Also ich meine, ich habe gelernt, ich bin gelernte Erzieherin. Trotzdem hat mich das alles komplett aus den Latschen gehauen, weil von Bindungsorientierung hat mir keiner in meiner Ausbildung was erzählt. Ja, so. Was sagst du? Gerade vielleicht auch wegen der Hormone und so, weißt du? Ja, vielleicht auch das, gerade vielleicht auch deshalb. Gerade vielleicht aber auch, weil ich anders gelernt habe eigentlich. Ja. Das Bild, was ich von Kindern vermittelt gekriegt habe als in der Ausbildung oder mein Job als Erzieherin war halt nochmal ein anderer. Und dann habe ich halt nochmal andere Dinge erlebt auch und in meiner Arbeit. Und für mich war klar, es müsste eigentlich Strenge und Konsequenzen geben. Aha, witzig. Ist jetzt hier gar nicht so, ne? Lustig. Aber ja, weil dann das Fühlen dazu kommt. Und dann, genau, muss man halt gucken, wo man da seinen Weg findet. Ja. Und es ist auch immer noch heute so, dass ich neue Situationen von Latz geballert kriege. Jetzt hatten wir gerade hier eine Einschulung, wo ich auch nicht safe bin mit dem Thema. Ja? Also Kindergarten haben wir lange gebraucht und da haben wir irgendwann für uns einen guten Weg gefunden und da war auch klar, ne, wie sind unsere Standpunkte und so. Aber bei Schule fange ich jetzt wieder bei Null an. Klar habe ich so ein Grundlagending jetzt, ne? Aber sie geht da ganz alleine hin, der Kontakt ist ein anderer, bla bla bla. Und da stehe ich ähnlich wieder da und bin vielleicht auch ein bisschen angeschlagen und bin vielleicht auch nicht so auf Zack in jeglicher Situation. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch wirklich das Thema Kommunikation. Vielleicht ist das nochmal was, was ich persönlich auch ergänzen würde. Dieses Thema ja auch in der Partnerinnenschaft sozusagen, da wie reden wir miteinander und wie können wir eben auch wieder, es ist eigentlich ist es, hört es nicht so leicht, aber es geht immer wieder auf uns selbst zurück, zu erkennen, alles klar, das wird mir hier zu viel oder genau, damit geht es mir gut und eben dann mit Konflikten oder innerhalb von Konflikten eben sagen zu können, das führt hier nicht weiter, die Tür geht nicht weiter, die geht weiter, die kommt für mich in Frage und dann eben da so zu gucken. Also Konflikte vielleicht auch, ja, auch wieder so Kommunikation und so, das wäre auch nochmal vielleicht was. Ja, aber du landest halt immer wieder bei diesem Spüren der eigenen Bedürfnisse. Ne? Ob es jetzt die Grenze ist, die erreicht ist, das ist auch irgendwie ein Bedürfnis nach Abstand, nach Distanz, nach keine Ahnung was. Es geht immer wieder um dieses Spüren, um bei sich zu sein, irgendwie so in sich, so ruhend irgendwie. Also so dieses, ja, wirklich zu wissen, dass ich mache das schon hier.
komme, was wolle. Und wenn ich, also ich meine, Fehler sind ja auch jetzt nicht, also ohne Fehler würden wir ja keine Fortschritte machen, ne? So, und wer nichts macht, macht keine Fehler, sagt man ja auch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber weißt du, da, wenn du so in dir ruhend wärst und wüsstest, okay, egal wie ich es mache, wir finden immer schon eine Lösung. Egal, ich weiß immer, was bei mir los ist, ich kann, das wäre für mich so ein Grundlagending, so eine Basis, irgendwie so ein Fundament halt. Dieses Spür, zu spüren, was ist Phase und was brauche ich jetzt, was braucht mein Kind jetzt, was ist jetzt als nächstes dran? Ja, und dieses, ich bin halt gut, so wie ich bin, und alles, was ich mache, ist okay so. Und wenn es nicht okay ist, ist auch okay. So halt. Also irgendwie führt das immer dahin wieder zurück, zu diesem sich Ja. selbst halt irgendwie mehr Macht auch wieder zu geben, seinem Gefühl, seiner Intuition. Ja. Ja. Vor allen Dingen hat ja das, wenn man dann auch noch mal auf das Ziel, was ist eigentlich unser Ziel, wenn wir sagen, grundsätzlich wollen wir, dass wir eben eine gute Bindung zu unserem Kind oder unseren Kindern aufbauen, ist ja im Grunde genommen das Ziel, dass wir eben in Verbindung sind. Und wenn wir das nicht mit uns selbst sind, vielleicht auch nochmal so als Abschluss, wenn wir das mit uns selber nicht sind, wie sollen wir das dann unseren Kindern geben können? Also wie sollen wir dann in Stresssituationen oder so, wenn wir keine Energie mehr haben, wenn wir irgendwie den Kopf voll haben, wenn wir mit unserem Kopf woanders sind oder wie auch immer, wie sollen wir dann Platz haben für eben diese unvorhersehbaren Dinge? Also wenn unsere Kinder eben uns brauchen, die eben ihre Bedürfnisse noch nicht so konkret äußern können, wie wir hoffentlich. Eben, wenn wir es gelernt haben, können die es vielleicht von uns auch lernen, die Bedürfnisse zu äußern, aber nur, wenn wir es eben können und den Kindern auch Worte geben können. Und ich finde, das ist halt so, dann schließt sich für mich persönlich hier zu Hause auch irgendwie so der Kreis. Weil wenn ich nicht in meiner Kraft bin sozusagen, dann kann ich mein Kind eben auch nicht begleiten oder ja. Und in Verbindung sein. Und das ist irgendwie so, so habe ich es verstanden, für mich Ja. oder für uns. Ja. Ja. Genau, und deshalb meine ich halt, es ist kein Patentrezept, ne? Weil du kannst nach den Büchern, ich meine, wie viele gibt es mittlerweile? Und ich mag sie alle gerne, ja, aber du kannst nach diesem Plan A quasi leben und dann läuft dir aber dein eigenes Leben, dein eigenes Gefühl über den Weg und sagt dir, hey, wie passt das für mich hier jetzt nicht? Das ist mir zu viel Körperkontakt, das ist mir zu eng, das ist mir zu warm, das ist mir zu laut, das ist mir keine Ahnung was, das ist einfach gerade nicht meins. Und wenn ich es dann weiter tue mit diesem ablehnenden Gefühl in mir, ja, dann kriegen ja, also ich meine, gerade Babys, die nochmal viel mehr so mit dieser Körpersprache und diesem ganzen Thema zugange sind, nochmal vielleicht mehr als so ein bisschen größere Kinder, aber die kriegen das mit, die spüren das ganz deutlich, dass du das eigentlich nicht möchtest. Ne, dass das eigentlich gerade nicht das ist, was du willst. Und dann entsteht so ein komisches irgendwie so, ne? Die Mama bemüht sich, das merken Kinder auch, was du vorhin schon mal gesagt hast. Wenn man sich bemüht, merken die das auch. Die sind so feinfühlig, also auch wenn sie nicht sensibel sind oder besonders sensibel, alle Kinder sind so. Und ich glaube, es entsteht eher ein komisches Gefühl bei Kindern, wenn ich was tue, was ich eigentlich nicht möchte. Gibt es immer in der Elternschaft, weiß ich. Aber ich kann halt eben dann entweder das tun und dann für mich gut sorgen oder für mich gut sorgen und es dann tun, um halt da einfach so ein besseres Gefühl für alle reinzubringen. So. Ja, auch so Thema Authentizität und so, ne? Ja. Und das meine ich halt eben, deswegen ist es halt eben kein Patentrezept, weil es ist für jeden was anderes wichtig, nötig, möglich, wie auch immer. Und genau, da muss jeder für sich selber spüren, was ist denn das, was wir brauchen, was unsere Familie braucht. Und die Basis sollte die Bindung sein, bin ich auch völlig, also das ist meine absolute Überzeugung, so arbeite ich. Aber es ist halt eben nicht alles oder es ist nicht all diese Punkte müssen nicht da sein, um dass man eine gute Bindung hat. So, so Und rum. das ist auch nicht so zerbrechlich wie eine Porzellantasse. Absolut gar nicht, Und das wirklich ist nicht. ja, also ich dachte das lange. Das ist Ja. vielleicht auch nochmal schön von dir zu hören, dass es eben nicht so ist. Auch aus der Sicht, ja, von du hast im Kinderheim gearbeitet und weißt, was es bedeutet und weißt auch, was es bedeutet, eben Kinder in deine Obhut sozusagen zu nehmen und da eine Bindung aufzubauen und so weiter. Ja, Und dann und ich Jahre bin später Fundament. Nachrichten von den Kindern zu bekommen. Ja, immer noch tatsächlich. Ja. Mittlerweile ist 21.
Ich weiß, ja. Ist ja, und das ist echt total spannend. Ja, genau. Also das, also es gibt ja auch genug Kinder, jetzt mal ganz aus meinem Kontext raus, die im Kindergarten zu einer Erzieherin, guck mal, da guckt mir eine Kollegin zu, in der Erzieherin können die ja auch super enge Bindungen zu aufbauen. Ne? Also das, oder zu einer Oma oder so. Also ich meine, und die ist nicht permanent und ständig da. Trotzdem lieben die Kinder ihre Omas. Das sind ja, also verstehst du, die hat die ja auch nicht im Bauch getragen oder so. Und das, genau, und Bindung ist auch nicht so zerbrechlich tatsächlich, ja. Also wenn das passiert, dass bis geweint wird oder ich weiß nicht, nicht schnell genug wieder im Auto war, um es rauszuholen oder was auch immer, das macht nicht direkt alles kaputt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ihr könnt es euch auch nochmal anlesen. Ich habe es auch nochmal bei YouTube oder auch auf meinem Blog, wie Bindung entsteht und was die unterschiedlichen Bindungsmuster sind. Und dann sieht man mal, was es braucht, um dass Kinder halt eben ambivalent gebunden sind oder was auch immer. Ne? Ja, genau, das meine ich halt eben auch nochmal. Ja. Denise, magst du noch deine Homepage einmal in die Kommentare schreiben, also deine Website, dass alle, die das wollen, nochmal nachlesen können? Ich hoffe, ich habe es da. Ansonsten findet ihr mich. Habe ich ein paar Videos auf jeden Fall auch zum Thema Bindung Auf deinem YouTube-Kanal, ne? auf meinem YouTube-Kanal. Und da könnt ihr einfach winzig groß suchen und dann werdet ihr das finden. Genau. Genau. Ich weiß, dass wir jetzt schon 40 Minuten machen. Ich weiß auch, dass das lange dauert und lange ist und Aufmerksamkeitsspanne. Ich möchte trotzdem auch aus meiner Sicht nochmal sagen, dass es auch nicht nur wir Mütter sein müssen, die eben diese Bindungsperson ist. Ich finde, das wird auch oft falsch verstanden. Das ist nicht genetisch veranlagt, dass nur wir jegliche Verantwortung für die Kinder übernehmen müssen und unseren Kindern schadet es auch nicht. Am Ende, glaube ich, wird's schon auch, kann es eine Gewohnheit werden, dass die Kinder eben traurig sind. Und ja, uns Müttern fällt das oft leichter, weil wir eben die Anfangszeit vielleicht oder unser Herzschlag oder einfach verbessere mich übrigens, wenn das nicht stimmt, Denise, weil du bist nämlich die Familienexpertin und nicht ich. Aber ich bin Expertin für meine Familie und ihr für eure. Aber ich kann nur sagen, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es eben nicht nur ich sein muss, die da eben für die Kinder da ist, sondern ich darf auch abends mal ein Insta-Live machen oder für mich wegfahren und das können die Männer oder wer auch immer da in dem Familienkonstrukt mitwohnt, dürfen das genauso lernen. Wir müssen halt aber auch nur lassen und vielleicht uns als Mütter auch mal so ein bisschen frei davon machen, dass wir so ein bisschen, ohne das negativ zu meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Weil wir müssen den Männern einfach nur die Chance geben oder eben dem Rest der Familie, das zu lernen, weil das sind einfach nur unsere Kompetenzen, die wir aufgebaut haben. Und ja, aber es gibt nicht, muss nicht zwangsläufig nur uns als Bindungsperson geben. Das finde ich auch nochmal super, super wichtig zu erwähnen, weil wir das eben oft denken und denken, oh, wenn Mama nicht da ist, dann ist alles kaputt und dann hat es Papa viel mehr lieb und für immer später und so weiter und so fort. Nein, das dauert ein bisschen. Also Mütter sind tatsächlich oft dadurch, dass sie halt stillen meistens und halt eben gebären, die sekundären Bindungspersonen. Also es ist einfach tatsächlich so. Und wenn Mama da ist und Papa versucht, eine Bindung aufzubauen, ist oft oder abends ins Bett zu bringen und so Geschichten. Ne? Das sind immer so die Situationen, die echt heikel sind. Aber es ist natürlich möglich, über den Tag für den Vater auch Bindung aufzubauen. Das kostet halt ein bisschen Arbeit auch, ne? Und natürlich muss die Mama in dem Fall dann halt auch zurücktreten. Ja, das ist nochmal ein spezielles Thema. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist gar keine Frage. Also das gibt ja viele Väter, die auch lange in der Elternzeit zu Hause sind und keine Ahnung was alles. Also es ist nicht unmöglich, dass der Vater eine Bindungsperson wird. Es ist meistens für ihn ein bisschen mehr Arbeit als für die Mutter. Aber es ist möglich, vollkommen. Ja, definitiv. Wollte ich nur noch mal sagen, auch ergänzend als so dieser Hirnfuck. Genau. Ja. Ja, wie Ja, schön. Hat noch schön. jemand? Hat Genau, noch ich wollte jemand eine fragen. Ob... Frage an Ja, Denise? aber ich Oder glaube. habt ihr vielleicht auch Erfahrungen gemacht? Ich weiß, hier war noch ein kleiner Impuls von Nanny aus Leidenschaft. Genau, ich bin Tagesmutter, habe Säuglinge betreut, aber mein eigenes Baby hat mich völlig umgehauen. Ja. So ist es. Und mit jeder Person, so ist es ja irgendwie auch mit Freunden oder Freundinnen oder wie auch immer, wir müssen immer irgendwie eine eigene Beziehung und Bindung zueinander aufbauen. Und das hat immer irgendwie eine eigene, wie sagt man, so einen eigenen Drive oder so. Und ja, letztendlich ist es genau so. Aber wenn wir eben alle wissen, woran wir sind und auch die Kinder und wir fühlen uns gut bei dem, was wir tun, so.
dann Genau. kann ja alles nur super werden. Und es Genau. muss ja auch nicht immer alles super werden. Also es muss Nein. ja auch nicht immer alles super sein und es ist einfach nicht immer leicht. Nein. Aber vielleicht können wir, und das ist nochmal mein kleiner Appell am Ende dieses Videos, zumindest uns schon mal gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen oder eben einfach den Mund halten. Also wir müssen ja nicht mal uns auf die Schulter klopfen oder so, aber wir müssen uns auf jeden Fall nicht gegenseitig die Energie rauben und da Ja. irgendwie so ein bisschen ja, Absolut. Stimme ich Wettabstand. dir voll und ganz zu. Hast du noch was, Denise? Haben wir irgendwas vergessen, was du noch ansprechen möchtest? Bestimmt fallen mir gleich noch tausend Sachen ein, die ich sagen wollen würde, aber nein, es ist vollkommen in Ordnung so für mich. Es ist für mich rund, es ist alles gut. Für mich auch. Ich danke dir, du Liebe. Das war Sehr bestimmt nicht gerne. unser letztes Live. Nein, bestimmt nicht. Und Bestimmt nicht. ja, ich freue mich, allen, die zugeguckt haben und das noch angucken, einen schönen Abend. Wir versuchen das, also manchmal spielt YouTube, wollte ich schon sagen, Insta hier nicht mit, aber theoretisch sollte es klappen, das alles zu speichern. Und dann können wir es auch so ein bisschen zum Hören zur Verfügung stellen. In dem Sinne, einen schönen Abend, alles Gute und bis hoffentlich ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.